Moin Leute, was geht? Mein Name ist Ludogamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, es tut mir wirklich leid, ich habe lange nichts mehr auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen und dachte einfach mal, hey, jetzt lade ich mal für euch was hoch und ja, fang einfach mal an. Ja, euer YouTube Gamescom war lange nicht mehr on und es tut mir wirklich leid für die Zeit, die ich nicht da war. Und ich hoffe, ich kann euch jetzt hier mal in Fallout 4 mal wieder ein kleines Video bieten. Was war los eigentlich? Ja, es war eigentlich nicht viel los. Was soll los gewesen sein? Ich habe einfach keine Videos hochgeladen, weil ich einfach keinen Bock hatte auf YouTube. So, das ist der einzigste Grund. Und jetzt habe ich wieder Lust auf ein Video, also kommt mal wieder ein Video. Ich bin gerade in Fallout 4 hier. Ich sage Fallout 4, bin schon Level 40, habe schon viele Kreaturen getötet. Und was halt einzigartig ist an Fallout, ihr könnt hier die Körperteile abhacken hier. Ihr seht die Menschen, ihr könnt auch den Arm abhacken, wenn ich einen Arm treffe. Auch den ganzen Körper könnt ihr zerhacken, wenn ihr wollt. So, natürlich greifen die mich jetzt an. Und ja, ist wie GTA, wie Grand Theft Auto, nur dass es halt, es ist ein Open-World-Spiel, ne? So wie Skyrim, nur dass ihr hier in einem riesigen Gebiet seid, in einem Atomkrieg zerstörten Gebiet und so weiter. Und ihr seht schon, das ist also schon eine blutige Angelegenheit. Es gibt Brahmine, es gibt mutierte Tiere. Und ja, so sieht das eigentlich aus. Die Köpfe könnt ihr übrigens auch abtrennen. Das ist auch ganz lustig. Könnt natürlich auch noch in dieser Perspektive euch bewegen oder ihr macht oder ihr benutzt so ein Schwert, ne, was Strahlungsschäden verursacht. Ist auch ein ganz lustiges Teil. Aber es wird auf jeden Fall noch mehr kommen von mir. Ja, ich wollte einfach mal sagen, dass ich wieder hier bin, dass ich noch lebe. Und der Grund, warum ich auf YouTube nichts gemacht habe, ist, weil ich keinen Bock hatte. Jo, Fallout 4 kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Zumindest wer auf brutale Games steht und auf Open World und auf Rollenspiele, holt euch das Game. Es ist geil. Ciao. Bis dann. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 4.